Im aktuellen Smokers-Nuss-TV-Talk treffen wir heute Harald Faltermeier. Ja, der Mann lebt in Hollywood, hat dort große Geschichten geschrieben, große Musiktitel auf den Weg gebracht. Er lebt aber auch im Bayerischen, da ist er zu Hause, da liebt er das Leben, wie es in Bayern so üblich ist, die Getränke, den Genuss dazu und er schreibt dann noch Musiktitel. Und zu einem aktuellen Musiktitel wollen wir heute mal befragen. Denn da spielt auch so ein bisschen die Zigarre eine Rolle mit. Ganz im Hintergrund. Ja. Kreativität, ich bin ja auch so im kreativen Bereich zu Hause, braucht ja Inspiration. Wie ist das bei dir? Brauchst du, wenn du eine neue Melodie auf den Weg bringen willst, eine solche Inspiration? Welche Anlässe sind das denn? Und ja, kommt das eher vielleicht auch intuitiv bei dir? Es ist interessant, es gibt wahnsinnig viele Wege, die zur Kreativität führen. Es ist nicht immer quasi der erste Gedanke, den man hat. Es ist auch ab und zu mal eine Situation, speziell in der Filmmusik, wo man getrieben ist und man steht unter unglaublichem Leistungsdruck. Man muss komponieren, ob man jetzt will oder nicht. Und die Voraussetzung dafür, dass man das überhaupt kann, bezeichne ich immer wie ein volles Füllhorn. Man muss sich diese Ideen und diese kleinen Snippets an Kreativität, an Musik und so weiter und so fort irgendwo abgespeichert haben, um sie dann bei Bedarf abrufen zu können. Und das Abrufen kann eine Inspiration, eine Situation sein oder eben natürlich auch der Zwang, etwas schnell zu machen, zum Beispiel bei Beverly Hills Cop das Thema, ich musste ein Thema finden. Da wurde ich nicht gefragt, ob jetzt gerade ob mich die Muse küsst. Ja. Ich musste es tun. Ja. Und aus diesem Druck raus entstand dieses Thema. Ja. Andere wiederum entstehen wirklich aus einer Laune, aus einem Spaziergang, aus einer Situation, einer Lebenssituation. Und es ist unglaublich unterschiedlich, wie Kreativität entsteht. Das geht uns in der Schreiben und Zunft ja auch nicht anders. Man sammelt erstmal Ideen und dann filtert man die und dann kommt man vielleicht zu dem Punkt, wo man sagt, okay, das könnte sein, darüber können wir schreiben. Zu euch jetzt nochmal, es gibt ja diesen Podcast von Arnold André mit Petra Lindenschmidt, wie die Zigarrenserie Carlos André. Und da warst du zufälligerweise ebenso wie auch Dr. Elisabeth Tessier in einer Podcast-Serie zu sehen. Ich habe mir das einfach so vorgestellt. Ihr beide habt nach Drehschluss mal zusammengesessen, habt eine schöne Zigarre geraucht und habt gesagt, jetzt machen wir Musik. War das so? So kann man es auch sehen. Wir waren bei Elisabeth in Südfrankreich auf Besuch und wir haben tatsächlich Zigarren geraucht. Und sie hat mir in einer unglaublichen charmanten Art von diesem Lied erzählt, Perfect Peace, von Toots and the Matals, einer der allerersten Reggae-Bands. Und sie hat wohl dieses Lied zum ersten Mal gehört. 2004 in einem Konzert in Paris. Und sie wollte das immer interpretieren. Sie wollte das selber singen. Und das hat sie mir erzählt. Und natürlich, ich sage mal so, es stand nicht auf einer Prioritätenliste, jetzt mit Elisabeth Tessier ein Lied zu produzieren. Ne? Denn sie ist ja Astrologin, sie ist Schauspielerin. Ich wusste gar nicht, dass sie singt. Ja? Aber nachdem sie das so überzeugend auch rübergebracht hat, und ich habe mir das Lied angehört und dachte mir, naja, das Ding hat etwas. Es ist wirklich interessant. Und ich kann mir das vorstellen, das mit ihr mal zu probieren. Denn es werden ja leider heute wahnsinnig wenig gute Lieder geschrieben, wenn man sich heute durch die Radiolandschaften kämpft. Man hört dieses formatierte Radio, es klingt alles gleich. Die Melodien fehlen eigentlich. Und warum nicht ein altes Lied nehmen und zwar nicht wie die DJs es machen, es einfach durch den Wolf drehen und ein vollkommen neues Werk daraus machen, sondern das Lied einfach so nehmen, die Dignity des Liedes aufzugreifen und es mit einer anderen Interpretin versuchen. Und so bin ich eben ans Werk gegangen und habe zuerst mal sagt man bei uns, so ein kleines Playback gemacht. Ich habe quasi die Instrumente selbst eingespielt und habe Elisabeth dann ein Demo davon gemacht, habe selber drauf gesungen, damit sie sich die Teile vorstellen kann, was wo kommt. Ja.
Und davon war sie begeistert. Und so entstand dann im Laufe der Monate entstand dieses Lied. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht geglaubt, dass es wirklich so gut wird. Und ich das Resultat kann sie wirklich sehen lassen. Ich bin recht stolz darauf. Dann ist das ja auch vom Titel her, vom Inhalt, vom Textinhalt, so ein bisschen in unserer Zeit hineingeschrieben. Wir haben ja eine besonders lustige Zeit, aber so ein Mutmacherlied, ne? Wenn ich dann auch noch im Videoclip dann auch den Hintergrund sehe, diesen Weg, den Herbstweg, also das inszeniert schon richtig vieles bei mir im Kopf. Bei dir auch? Ja, so ist es genau. Es ist die Verbindung von Musik und Visualität. Und eine der Königsideen bei diesem Lied war eigentlich das, ich wollte, dass die Elisabeth auch spricht, dass sie etwas auf Französisch spricht, weil man kennt ja von ihr eigentlich nur ihre französische Art, sich zu artikulieren. Und in diesem Stück gibt es eben ein Instrumentalteil, der bei Toots and the Matals instrumental wird. Und ich habe sie gebeten, mach doch darauf einen Text oder zitiere einen großen Literaten. Und sie hat sich eben Oma Kajal ausgesucht, der im 12. Jahrhundert lebte, der auch übrigens Astrologe war also ein großer Denker und Dichter. Und von dem hat sie diese Textzeilen genommen und hat die quasi auf diesen Instrumentalteil gesprochen. Und damit hatten wir einen wesentlichen Faktor, um das Lied natürlich auch legit zu machen für sie, dass man ihr das auch wirklich abkauft, dass es eine Tessier von sich gibt. Ja. Und dazu noch natürlich die Stimme von Journey April Cook, die eine farbige Sängerin ist, die auch eine wirklich schöne Stimme hat, die ist momentan auch gerade momentan singt ja keiner live, aber die das Respect Musical von Aretha Franklin mit begleitet hat. Und diese Kombination eben aus verschiedenen ethnischen Komponenten verbunden mit der Natur, wo das Video eben spielt, gibt eben ein wunderbar abgerundetes Bild. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass wir damit was bewegen können. Und ich freue mich unglaublich, dass es für Elisabeth ein musikalisches Statement geworden ist. Und ich bin froh, das gemacht zu haben. Ja, die Schönheit der Musik, die Schönheit am Genuss, mit dem Genuss, das zieht sich bei dir wieder ein roter Faden durch dein Leben. Ich habe das mal alles so versucht zusammenzubekommen, was du alles machst. Und dann habe ich gedacht, wie bekommt er das unter diesen Hut, den er so gerne trägt? Und einfach spannend, wenn Menschen vielseitig sind. Es gibt ja Menschen, die einfach nur auf einer HO-Spur fahren und irgendwann entgleist der Zug und dann geht es nicht weiter. Also du bist vielfältig und deine Kreativitäten ergänzen sich wahrscheinlich dann auch irgendwann. Es ist so, ja. Es ist eben alles unter diesem Hut. Es geht auch, wenn der Tag dann wirklich 24 Stunden hat. Bei mir könnte er sogar 48 Stunden haben. Das Gute bei mir ist, ich bin Frühaufsteher. Ich war immer Frühaufsteher. Dadurch wird mein Tag sehr, sehr lang und ich bringe diese ganzen Aktivitäten unter den berühmten Hut. Ansonsten ging es nicht. Ich brauche für meine Betätigung und für meine Hobbys, für meine Passionen auch sehr viel Zeit. Und das geht nur, wenn man Frühaufsteher ist und wenn man sehr viel Stunden zur Verfügung hat und die nicht verschläft. Ja, das ist ganz wichtig. Ansonsten ist wirklich so, dass alle meine Tätigkeiten, sei es jetzt das vom Fliegenfischen bis zum Weißwurstmachen, vom Schreinern bis zum Bergsteigen, vom Jagen bis zum was weiß ich was alles, dass das alles irgendwie ineinander verwoben ist. Das eine inspiriert mich zu anderem. Ja, es ist immer so, dass speziell eine aufwendige musikalische Tätigkeit, wie zum Beispiel die Herstellung einer Filmmusik, die sehr aufwendig, sehr komplex ist, die sehr, sehr an einem auch zehrt, natürlich einen Kontrapunkt braucht und eine Erholungsphase braucht. Ja. Und da ist zum Beispiel für mich so eine rhetorische Arbeit, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal einfach mal Wurst machen, ja, Weißwürste machen.
ein wunderbarer Ausgleich. Ja. Es ist eine handwerkliche Betätigung. Es ist eine Betätigung, die sich sehr, sehr oft wiederholt, sehr repetitiv ist. Man macht immer dasselbe, manchmal schlingt den Darm, dann bei 100 Weißwürsten oder so, immer dasselbe. Und es erdet einen auch vom Kopf her wieder. Und es macht den Kopf wieder frei für was ganz was anderes. Ja. Und wieder für was Kreatives dann. Ja. Und ich denke dann auch beim Weißwurstmachen schon wieder an Kreativität, an andere Sachen. Ja. Und so ist es eben alles verwoben. Und ich glaube, dass alle meine Hobbys irgendwie einen Sinn machen und alles ein Teil eines großen Ganzen sind. Ja, den Beitrag mit der Weißwurst habe ich mal im ZDF gesehen. Deswegen, ja. Und du sprichst. Und ja, also du hast uns jetzt richtig viel von deinem Leben erzählt. Also ich meine, dein Leben kann man nicht in 5 Minuten aufarbeiten. Aber so diese Genießerphasen, die sind da schon rübergekommen, was du alles machst und die Vielfältigkeit deiner Kreativität. Ich wünsche euch mit diesem neuen Titel richtig viel Spaß. Also wir sind ja alle nicht mehr die Jüngsten und haben immer noch mal Ideen. Das finde ich also richtig gut. Und ich hoffe, dass also auch das für Elisabeth Tessier noch mal eine richtig schöne Geschichte wird, Öffentlichkeitsarbeit dazu bringt. Und ansonsten würde ich sagen, auf eine Zigarre. Lass dir die nächste Zigarre schmecken und vielleicht haben wir eine Möglichkeit bei irgendeinem Event, wenn man wieder eventen darf, zusammenzukommen. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen, Hans Peter. Dann machst du es gut und ja, und eine ruhige Weihnachtszeit und bleib gesund.